Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Broken Age. Ich würde sagen, wir reden noch mal kurz mit Hope. Irgendwelche Vorschläge? Nein, tut mir leid. Deinem Sohn geht es übrigens gut. Er ist aus dem Schiff gesprungen, als ich reinkam. Wahrscheinlich liegt er am Strand und sonnt sich. Gut, das ist ja schon mal was. Und was ist mit meinem Mann? Ich habe sonst niemanden gesehen, aber vielleicht sind sie zusammen. Das hoffe ich. Wenn ich doch bloß zurückfliegen und sie holen könnte. Dann lass uns doch dafür sorgen, dass wir das in unseren Fluchtplan einbauen. Pass auf, wir müssen zusammenhalten. Wir sollten mit der Vergangenheit abschließen, um dieser schrecklichen Angelegenheit ein Ende zu bereiten. Du willst dich mit dem Captain des Schiffs zusammentun, das deine Heimat terrorisiert hat? Klar, wenn du dich mit einem Mädchen zusammentun willst, das du eben erst kennengelernt hast. Hast du mich nicht schon mal angelogen? Ja, habe ich. Das war ein Notfall. Abgemacht. Jetzt hält uns niemand mehr auf. Schön. Ich arbeite dann mal an unserem Plan weiter. Gut. Ich behalte derweil von hier aus Marikai im Auge. Ach so, ich könnte ihn ja nochmal ansprechen. Marikai? Ja? Ich muss gehen. Ja, entspann dich und genieß. Das ist richtig cool. Entspann dich und ich will überhaupt nichts von dir hören. Kann ich das immer noch benutzen? Oh, okay. Könnte also bedeuten, dass wir das nochmal brauchen, ha? Huh? Oh, süß. Hi. Du bist so niedlich und das Ding hier ist auch super süß. Weiß ich noch nicht. Also kann sein, dass wir das nochmal gebrauchen müssen. Mal schauen. Oh, was ist da drüben irgendwelche eigentlich? Vorschläge? Oh, ach so, das Nein. ist sie. Na Schön. Gut. Ich ja, wir arbeiten an unserem Plan weiter. Wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Warte, hätte ich das aufschreiben sollen? Eine Bombe bauen, vom Schiff werfen und das Schiff hier raus manövrieren. Nee, ich hab's. Da kann man gerade noch den Überblick behalten. Hey, mein Kleiner, Danke, dass meine du Kleine. Uns da rausgeholt hast, Mädchen. Was machst du jetzt? Warnst du die Leute vor diesem gefährlichen Fenster? Gute Idee. Wir haben ja unsere Lektion gelernt, nicht wahr? Super süß. Aber ich hätte niemals erkannt, dass das ein Mädchen sein soll. Aber naja, finde ich süß. Ah, wir haben auch die ganzen Türen geöffnet. Ah, deswegen gibt es das bestimmt noch, wegen der vielen Türen. Da bist du. Und so schön und sauber. Ich kann es kaum erwarten, ihn meinen Eltern vorzustellen. Wahrscheinlich ist damit Tacos und Chillendienstag gemeint. Mann, in dieses Teil habe ich ein paar tolle Löcher reingemacht. So, genau, da können wir natürlich in die anderen Räume rein. Da gucken wir. Oh, habe ich den gar nicht glücklich gemacht? Ich dachte, ich hätte alle glücklich gemacht. Dafür habe ich doch sogar ein Achievement gekriegt. Ah, stimmt, sogar die Tür ist ja jetzt offen. Was war denn da drin? Ah, ich glaube, nee. Doch, der Teppich, genau, der Webteppich, mit dem man Hallo. Reisen kann. Wir haben ihn. Demütigend. Ach ja, den hatten wir ja reingelegt. Wie bitte? Dass er uns nach Alpha Diaboli oder so bringt. Hallo und vielen Dank, dass du dich für den Raumweber 6X entschieden hast. Ich bin das persönlichste und genaueste Navigationssystem auf dem Markt. Bring mir nur eine Sternekarte und ich webe mein Garn zu einem... Wo ist eigentlich mein Garn? Was ist mit der obersten Spinne passiert? Demo beendet. Wartung erforderlich. Okay, das war ein bisschen verrückt. Alpha Diaboli. Er kommt nicht darüber hinweg, dass er reingelegt wurde. Ich habe das Gefühl, dass dort irgendwas hin muss. Aber es fehlt. Okay. Raumweber, kannst du uns von hier fortbringen? Der Raumweber 6X kann mit Hilfe jeder Sternenkarte weben und... Fehler. Garnfehlfunktion. Okay. Er braucht Garn oder sowas in der Art. Nicht sicher. Okay. Da sind so viele Trümmerteile drin. Ich komme da nicht durch. Okay, das ist die Stelle, wo Marikai auch ist. Und da war tatsächlich alles zu, das stimmt. Da erinnere Sieht ich mich aus, dran. Als wären die Fenster mit einer Art Kraftfeld versiegelt worden. Im Ernst, wen wollen Sie mit diesem Kinderkram reinlegen?
Was war denn hier gewesen? Ach, hier sind die... Geht das jetzt vielleicht mittlerweile wieder? Hallo? Hallo. Ich wusste, dass du nur so getan hast. Hey, ich gehe an empfindlichere Orte als ihr beide. Da bin ich automatisch empfindlicher gegen Stromstöße. Ja, ja. Cool. Wo kann man denn da hin? Wir müssen über dein Parfum reden. Hey, mein Kopf ist normal. Nun, ich würde nicht unbedingt sagen, dass... Aber wenigstens habe ich ihn dieses Mal nicht größer gemacht. Auf einem meiner Laser war eine tote Motte. Die hat das Ganze durcheinander gebracht. Huch? Hätte schlimmer sein können. Du hättest auch als halb Mädchen, halb Motte enden können. Huch? Ach, das wäre mal eine Geschichte, Schätzchen. Das wäre gar keine schöne Geschichte. Hier ist, glaube ich, dieser Hangar. Achtung! Sie betreten einen Bereich mit hoher... Omikron! Huch! Wow! Was zum... Vielen Dank! Auf Wiedersehen! Ziemlich gefährlich. Wahrscheinlich warnt es mich vor den fallenden Schiffsteilen. Ja, genau. Hier kommen wir so nicht durch. Es wird uns hier nicht durchlassen, bevor wir nicht so einen Anzug anhaben. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Aber wir hatten ja sowieso noch die anderen Räume, die wir untersuchen können. Jetzt dadurch, dass wir sie aufschließen konnten. Hallo. Oh, du willst zurück zum Nexus. Ja, bitte. Augen zu und durch. Vielen Dank, dass du mit uns gereist bist. Ich danke dir. Und mein Kopf ist sogar normal, glaube ich jedenfalls. Hier ist gar nichts passiert. So. Genau, neue Räume. Also neue alte Räume, Ice da waren Cream. Der Fisch. Das hatte ich nicht erwartet. Aber ist geil, oder? Ist das Zeug echt? Vielleicht können wir da noch irgendwas mitnehmen. Hey, funktionieren diese Schlagsahnenkanonen eigentlich? Nicht mehr, seit jemand auf die Idee kam, sich damit an eine unerlaubte Stelle zu schießen. Einer übertreibt und wir alle werden bestraft. Das ist nicht fair. Die sind so süß, ich liebe die. Vielleicht können wir das aufblasen? Ob die Schlagsahne wohl meinen aufgeblasenen Kameraden hier lebendiger machen könnte? Nun ja, lebendiger ist vielleicht etwas übertrieben. Jedenfalls ist er nicht mehr so platt. Und Schlagsahne läuft nicht so schnell aus wie Luft. Eigentlich stopft sie sogar Löcher. Mr. Volta ist über die Formel dafür gestolpert, als er seine Rumpfpaste entwickelte. Weißt du, damit kriegst du sogar einen Platten wieder dicht. Cool, okay, das hat ja schon mal gut geklappt. Er hat zwar ein paar Löcher, aber er ist genau mein Typ. Er braucht keinen Helm. Er ist nicht real. Ich dachte, wir könnten vielleicht dieser Maschine vorgaukeln, dass da jemand wäre mit einem Anzug. Hey, ihr seht irgendwie aus, als wärt ihr unter eine Eiscreme-Lawine geraten. Nein, wir versuchen uns kryogen einzufrieren. Hier ist in letzter Zeit ziemlich viel Mist passiert und den würden wir einfach gerne überschlafen. Ah, verstehe. Darf ich mich vielleicht etwas umsehen? Tu dir keinen Zwang an. Tau uns einfach nicht auf, bis sich alles wieder beruhigt hat, okay? Die sind so süß. Die würde ich am liebsten mitnehmen. Die hätte ich gerne dabei. So, das haben wir ja schon untersucht. Ja, das Eis haben wir eigentlich auch. Oder sind die Macarons extra? Ist das Zeug echt? Okay. Ich glaube, wir können erstmal wieder zurück, beziehungsweise in den nächsten Raum rein. Hier sind alle glücklich jetzt. Hier habe ich alle glücklich gemacht. Hä? Kommen wir da nicht rein? Huch. Und dieses Zimmer ist... kaputt. ...verschwunden. Krass. Sieht aus, als wären die Fenster mit einer Art Kraftfeld versiegelt worden. Heftig, okay. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Aber hier vorne müsste noch ein Raum sein. Der Zug. Mal gucken, ob das geht. Ja, da kommen wir rein. Schauen, was uns hier erwartet. Oh, was ist denn los, Leute? Weshalb weint ihr denn? Wovor müsst ihr gerettet werden? Seid ihr in Schwierigkeiten? Wir sind in einem führerlosen Zug, verstehst du das?
Dieser Zug sieht aber nicht so aus, als würde er irgendwo hinfahren. Das wird er aber, sobald der junge Held hier ist. Und warum steigt ihr nicht einfach aus? Wie sollte uns denn dann der junge Held retten? Denke bitte über deine Lösungsvorschläge nach, bevor du sie uns unterbreitest. Wir sind hier in einer ernsten Lage. Wenn ihr Hilfe braucht, kann ich euch helfen. Niemand außer dem jungen Helden kann uns retten. Er ist der Einzige. Nun, dann will ich mal sehen, ob ich euren jungen Helden finden kann. Ah, die Puppe. Bitte beeil dich. Stimmt, die Puppe, die Puppe. Aber ich guck erst noch hier. Habt ihr hier irgendein Problem? Ja, dieser Zug fährt bald entgleisen und unser junger Held ist nicht in Sicht. Ich mache mir Vorwürfe. Wenn dieser Zug bald entgleist, dann sollte doch einfach jeder aussteigen, oder? Nein, er wird nicht entgleisen, bis unser junger Held eintrifft. Wenn der Zug aber nicht entgleist, bis euer Held kommt und euer Held nicht da ist, wo ist dann das Problem? Wenn der junge Held nie kommt, sind wir völlig nutzlos. Warum existieren wir? Existieren wir überhaupt? Oh je, jetzt wird's philosophisch. Unsere Unsicherheit besteht von einem philosophischen Standpunkt aus. Warum machst du die Vorwürfe? Nach einem waghalsigen Trick bei einer Rettung habe ich den jungen Helden lebenslang verbannt. Aber jetzt ist mir klar, dass er uns nur eine wertvolle Lektion in Sachen Sicherheit erteilen wollte. Kann ich helfen? Tut mir leid, aber nur der junge Held kann uns retten. Kann ich den Zug fahren? Habe ich dir nicht gerade gesagt, dass er außer Kontrolle ist? Von daher, nein, wir können nichts ohne unseren jungen Helden unternehmen. Wer ist denn der junge Held? Aus freien Stücken bezwingt er Brücken. Ganz ohne Regel bremst er Züge. Ist er zurück, gibt es kein Zugunglück. Einen Moment. Er heißt Shay. Und wo er im Moment steckt, wissen wir nicht. Meint ihr wirklich, dass ich euch nicht helfen kann? Woher wollt ihr wissen, dass ich nicht der junge Held bin? Der junge Held zeigt niemals Furcht. Außerdem trägt er taubenblaue Freizeitkleidung. Und kein Kleid. Pass auf euch auf. Finde den jungen Helden, denn nur er kann uns retten. Ja, ja. Ich habe den jungen Helden gefunden. Seht mal, wer da ist. Es ist unser junger Held. Er ist zurückgekehrt. Ich wollte sagen... Gut, was macht denn der junge Held normalerweise in so einer Situation? Das wissen wir nie. Niemand kann die Handlung des jungen Helden voraussagen. Na prima. Richtigen Augenblick verpasst. Halt, das, aber... Hat hier jemand führerloser Zug gesagt? Ah! Wir werden alle sterben! Ah! Ah! Ich hab so Angst! Das ist so niedlich. Ich hab so Angst. Ich liebe es. Oh mein Gott. Vor allem diese Viecher finde ich so niedlich. Ah! Ich weiß nicht, ob ich eine Option auswählen muss oder irgendwas anklicken muss in dem Moment, wo sie sagen, ey, wir fahren den Looping. Ah. Ja, fahren wir den Looping. Okay. Oh. Nein. Ich bereue nicht. Nach der Nummer werden wir definitiv abgeschaltet. Tut mir leid. Was sollen wir jetzt nur tun?
Ihr könnt wenigstens an einer anderen Mission arbeiten. Ich bin der Zugführer. Ich kenne mich nur mit Zügen aus. Richtig geil. Lebenslängliches Zugverbot. Aber wir das haben... Das ist merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass dieses Garn irgendwie am Leben ist. Wir haben jetzt Garn, was auch immer das bringt. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, diese Schüssel mit Garn zu füllen. Hey, könntest du dieses Garngewirr aufspulen? Dafür wurde ich geboren. Eine Garnspule. Guten Appetit. Schon viel besser. Cool. Ah, was ich jetzt quasi gerade mache, ist schon unsere Flucht vorbereiten, ne? Das ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Wahrscheinlich sollten wir uns vor allem auch mal draußen umsehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt quasi schon die Garnspule, um dann abzuhauen. Das ist doch super. Das ist doch super gut. Das läuft wie geschmiert quasi. Oh, ich kann nicht doppelklicken. Vielleicht kommen wir hier gar nicht raus. Es sieht nicht nach einem Weg zurück nach oben aus. Wobei ich das jetzt nicht so schlimm finde. Ich habe gerne meine Füße am Boden. Okay, ach so, von hier kommen wir gar nicht. Sowieso nicht nach unten, sondern nach oben. Ich bin verwirrt. Verwirrt! Voll geil. Okay, die Garnspule haben wir jetzt schon. Was können wir denn noch hinbekommen? Was können wir hier noch machen? Da kamen wir nicht mehr rein. Da drüben haben wir ja uns geholt, was wir gebraucht haben. Gute Frage. Vielleicht können wir hier gar nicht mehr so viel machen. Vielleicht müssen wir ja auch erstmal die Garnspule abgeben. Ich probiere es mal. Aber wir haben auch noch keine Sternkarte. Hier. Gabi? Mein Name ist Lorraine. Lorraine? Ich möchte, dass du etwas sehr Wichtiges für mich tust. Schon mein ganzes Leben warte ich auf diesen magischen Satz. Raumweber. Hallo. Und vielen Dank, dass... Ja! Das ist das richtige Zeug. Können wir jetzt irgendwo hingehen? Absolut. Man reiche dir die Sternenkarte. Schnell, meine Nadel jucken. Ich habe leider keine Sternenkarte. Das ist das Problem. Ich muss erst eine besorgen. Raumweber, kannst du uns von hier fortbringen? Bring mir eine Sternenkarte und das Zeitraumgefüge wird deinem Reiseziel entsprechend umgestrickt. Okay. Tja, na gut, ihr Lieben, aber obwohl, wir könnten noch mal ganz kurz einmal zu Shay rüberschauen, damit ich da mal wieder auf dem Laufenden bin, wo wir da eigentlich jetzt gerade waren. Wir brauchen immer noch jemanden, der sich mit Technik auskennt. Glaub nicht, dass sie tote Hexonauten reparieren kann. Ja, ich versuche mich gerade zu entspannen. Ich glaube, hier fehlt uns irgendwie noch etwas. Ihm geht's immer noch nicht gut. Wir können das nicht aus ihm rausholen. Er kann es auch nicht machen, während es in ihm drin ist. Da hinten ist das Ding einfach weg. Hatten wir dem Baum schon das Bild von Bella gezeigt? Das ist... Hey, kennst du dieses Mädchen? Oh Gott, dieses Gesicht. Oh, diese Erinnerung. Oh! Und bist genauso grausam wie sie, nicht wahr? Ich habe eine ungewöhnliche Felsformation auf der Oberfläche entdeckt. Achso, ich dachte, das wäre jetzt vielleicht nass geblieben. Uah, die Vorstellung ist schon eklig. Ich glaube nicht, dass mich das weiterbringt. Huch. Ich komme nicht dran. Kevin Sportartikel, alles für den Fisch und vieles mehr. Oh mein Gott, das ist das Ding aus der Wolkenwelt. Das ist runtergefallen. Nein, damit bin ich nicht an den Fisch rangekommen. Keine Ahnung, was für ein Besteck das ergeben würde, aber ich brauche es nicht. Hey, Löffel, meinst du, du kommst an den Fisch ran? Sir, als ich von einer Diät mit viel Fisch gesprochen habe, meinte ich nicht einen wandmontierten Plastikfisch, der spricht. Oh Mann! Kann ich das danach schmeißen? Mal ernsthaft, Leute! Was habt ihr nur alle mit diesem Flugzeugessen? Nein, damit bin ich nicht an den Fisch rangekommen. Und ich sage, Schätzchen, ich würde doch niemals Aal zu deiner Mutter sagen. Die sind doch viel zu dünn. Baum. Kann er sich nicht ein bisschen schütteln? Sag mal, der Fisch da oben in deinen Zweigen. Kann ich den haben? Tut mir leid, den hab ich gefangen. Und solange er nicht von meinen Zweigen fällt, gehört er mir. So steht es im Gesetz der Bäume. Ach komm schon, du brauchst diesen Fisch doch nicht.
Leider bin ich der Meinung, dass er meinem Aussehen einen interessanten asymmetrischen Touch verleiht. Also lass mich in Ruhe. Hey, willst du einen Witz hören? Juhu, vielleicht ein Baumwitz? Hast du schon mal was von der Baumnationalbank gehört? Wieso? Ich habe mein ganzes Geld bei der Baumnationalbank. Angeblich wollten sie die Zeit verfliegen sehen. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das ist mehr so ein absurder Antiwitz. Ehrlich. Aha. Verdammt, da müssen wir bestimmt die richtige Gut, Kombination ich versuch's finden. Mit einem anderen Witz. Voll angenervt. Oh. Was hat der Stumpf zur Axt gesagt? Oh, das ist ein makabrer Witz. Das will ich gar nicht wissen. Widerlich. Stumpfwitze sind niemals lustig. Oh. Gut, ich versuch's mit einem anderen Witz. Na schön. Weißt du, warum Pinguine keine Weihnachtsbäume haben? Oh, keine Ahnung. Vielleicht, weil sie nicht an Baummord glauben? Vergiss es. Oh je. Gut, ich versuch's mit einem anderen Witz. Na schön. Warum wurde der Präsident der Streifenhörnchen angeklagt? Oh, ich wette, er hat etwas Freches angestellt. Stimmt's? Hey, das ist mein Witz, klar? Schon gut, schon gut. Was hat er denn getan? Ja, was hat er denn getan? Angeblich hatte er zu viele Nüsse. Hey, keine Schwannereien. Hier sind junge Bäume anwesend. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Oh Mann, gut, schade. Ich versuch's mit einem anderen Witz. Na schön. Geht das trotzdem noch? Oh Gott, das sind so viele. Hast du schon mal von Sammy Segel gehört? Wer ist das? Irgendein verdorbener Serienmörder? Was hat er getan? Na, das ist ja alles doof. Angeblich hatte er Holz im Kopf. Was ist so schlecht daran, Holz im Kopf zu haben? Ich hab auch Holz im Kopf. Das ist der Witz. Er ist richtig klug. Oh. Aha. Nicht sehr lustig. Ja, stimmt schon. Das gibt's doch nicht. Es muss doch irgendeine gute Kombi geben. Witz. Na schön. Weil ich das mit dem Streifenhörnchen schon nicht schlecht fand. Warum wollte die Eichel nicht in die Oper gehen? Keine Ahnung. Warum wollte die Eichel denn nicht in die Oper gehen? Warum wollte die Eichel... Weiß ich nicht. Der Kaffee dort ist schrecklich. Was hat das damit zu tun? Es hat nichts damit zu tun. Es ist nur... Weißt du... Lustig. Ach ja? Ach ja? Gut, ich versuch's mit einem anderen Witz. Mein Gott, ich geb nicht auf. Ach, na schön. Ich glaube, das wird irgendwas mit der Eiche Sag zu tun mal, haben. Sag mal, kennst du eine Kiefer namens Alter Piet? Kiefer Piet am Fuße des Hügels? Klar, der ist ein guter Freund von mir. Oh. Kiefer Piet? Na, weiß ich nicht. Angeblich hatte er Holz im Kopf. Was ist so schlecht daran, Holz im Kopf Na, zu ist haben? Das ist das Gleiche. Ich hab auch Holz im Kopf. Okay, ich überspring mal. Gut, ich... Ich weiß auch nicht. Warum wurde der Präsident... Probier das hier nochmal. Angeblich hat er eine Uhr aus dem Fenster geworfen. Aus welchem Fenster? Er lebt doch draußen. Humor sollte man nicht analysieren. Humor ist eine ziemliche Übertreibung dafür. Oh. Ich will Gut, noch einmal. Das allerletzte Mal. Was ist mit Warum der Eichel, die in Eichel die Oper geht? Nicht in die Oper gehen? Keine Ahnung. Warum... Da muss es doch irgendeine Möglichkeit... Es hat geschlossen. Es hat geschlossen. Oh, gut. Das ist ein ziemlich guter Grund. Wenn auch kein allzu guter Witz. Oh, oh. Ich finde keine geile ich Kombination. Ich sollte mich entblättern und verschwinden. Okay, Junge. Oh, kann mir denn niemand mit einem guten Witz helfen? Vielleicht weiß er hier, der metallurgisch total begabte Typ, etwas, wie ich einen guten Witz hinbekomme. Ich bin sowieso nicht gut, im Witz zu erzählen. Viel Spaß noch mit dem Metallarbeiten. Oh. Bis dann, Jay.
Schade. Oh Gott, ich will dieses Witzding lösen. Ah, na gut, ihr Lieben. Ja, dann werden wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge von Broken Age wiedersehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.